Hallo und willkommen zurück zum nächsten Part von Wolfenstein, der New Colossus. Wir sind ja hier jetzt gerade auf Odin gelandet. Was haben wir da? Da, einen roten Knopf. Können wir aber nicht drücken. Ah, schade. Rote Knöpfe haben noch was Gutes aus. Ausmerzertür öffnen. Ja, aber hier haben wir noch einen anderen Weg. Wir gehen jetzt erstmal hier. Dann ist unsere Schwangere erstmal in Sicherheit. Oh, da hinten. Wir kämpfen uns erstmal alleine hier. Oh! Geht denn mit denen ab hier? Scheiß Drohnen. Schwer gepanzerte sind hier. Jetzt kommt sie erst nach, oder was? Sigurd, wir sind drin. Es gibt drei Odin-Leitstände auf dem Ausmerzer. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugin-Leitstand die Backbordverteidigung, der Munin-Leitstand die Steuerbordverteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Schiff selbst. Verstanden. Wie kommen wir dorthin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugin-Leitstand öffnet. Gefunden! Die anderen Bereiche des Schiffes sind von Ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg, Anja. Schauen wir uns das doch mal an. Sehr kleines Radar. William, such den Hugin-Leitstand und deaktivier die Backbordverteidigung. Ich bleib hier und versuche einen Weg durchs Schiff zu finden. Okay, dann schauen wir doch mal. Backbordverteidigung ausschalten wird erledigt. Ach, okay, hier kommen wir nur. Warum war hier oben noch irgendwas? Nee, auch nicht. Ja. Das ist Raketen oder was? Wenigstens kommen sie alle auf mich zugerannt. Was fliegt denn da hinten immer? Aha, da bist du, ja. So. Ach, der Große. So, jetzt hat's geschlafen. So, und wir haben hier wieder eine schöne Waffe. Laser haben wir leider nicht. Schade eigentlich, weil hier sind überall Aufladestationen. Oder diese Oh, was war das nochmal für eine Kampfwaffe da? Die war doch auch nicht schlecht eigentlich. Kabum. Ah, okay. Backbordverteidigung. Ah, hier. Ja, wir können ja hier nicht. Jetzt erstmal weglegen, die Waffe. Ist denn hier so neblig? Kann da unten mal durchzwängen. Jetzt hier eigentlich auch. Jetzt erstmal aufstehen. Nee, aber hier von der Seite können wir nicht aufmachen. Ja, wir haben halt den anderen. Wir haben ja den Gürtel genommen. Den Python-Gürtel. Ach, hier oben hätten wir auch durch können. Aber wir müssen ja hier lang. Na komm, jump runter. Lass mich doch durch. Komm, komm. Komm, lass mich halt durch. Nee. Ich will woanders lang gehen. Ja, da hoch halt. Wo auch sonst? Munition mitnehmen. Oh. Hallo. Also das ganze Spiel kann man ja nicht mit Stealth durchmachen. Ab und so mal ein bisschen Stealth, das ist doch gar nicht mal so schlecht.
So, nehmen wir das. Gehen wir mal unten weiter. Das war wieder diese schöne Zeitlupe, ey. Was, der hat den nicht gesehen? Der liegt hier daneben. Alles klar, Bursche. Außer Betrieb. So, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Wir müssen uns wieder hier was finden. Hier vielleicht? Ja, genau. Und umgefallen ist er. Ja, hier. Ach, wir waren doch hier schon, gell? Da ist noch ein großer. Hey, Kommandante! Ah, die Hunde jetzt erstmal weg. Und der Große, komm! Kabum! Komm! Und du im Nahkampf! Ach nee! Ja, okay. Eine Granate kann ja nicht schaden, oder? So, hier nochmal eine große Rüstung. Hätte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr gebraucht, oder? Mal sehen. Valhalla! V-A-L-A-L-A. Funktioniert. Gut gemacht, William. Die Backbordverteidigung ist außer Betrieb. Komm so schnell wie möglich zurück. Ich glaube, ich habe einen Weg zu den anderen Zielen gefunden. Ausmerzertor. Was draußen oder was? Oh, da steht eine 8-8er, oder? Eine Mega 8-8er steht hier. Ah, er ist zu weit weg. Das ist ein Toter, den wir erschossen haben, oder? Ach scheiße, das war ein Großer. Dann springe ich auch gleich in die Arme. Oh! Kabum! Der explodiert, der explodiert. Oder? Oh, da haben schon ziemlich viel Panzerung eingebüßt. Fuck. Noch ein Nahkampf. Da steht ja auch noch einer an der Seite. Was, den Kommandant haben wir auch schon gekillt? Der ist wahrscheinlich durch irgendeine Explosion gestorben. Wir haben doch hier, ich will doch mal diese kleinen, ja, hier, die da. Was war denn das? Ah. Okay, das ist ein kleiner Granatwerfer. Ich glaube, den habe ich jetzt zum ersten Mal eingesetzt. Aber kann ja nicht schaden, oder? Nehmen wir doch mal lieber eine andere. Eigentlich die Sniper wäre so... Ach ja, wer kommt mir denn da entgegen? William, ich brauche Hilfe. Beeil dich, bitte. Ah, eine Dieselgun haben wir. Tanken wir gleich mal auf. Sie braucht meine Hilfe. Da muss ich ja wohl helfen, oder? Achso, wir sind wieder hier.
Gott schon. So. Da, wo ist sie denn hin? William, oh. Ich bin hier drin. Also sie ist ja gut versteckt. Spring in die Transportkapsel auf der anderen Seite. Ich habe sie umprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen Odin-Leitstände. Okay. Das ist ein guter Plan an. Ich bin da total blutverschmiert. Festhalten. Ja, auf. Sie schnauft doch. Ich liebe dich, William. Wahrscheinlich stirbt sie jetzt, oder? Oh oh. Ich hab mir doch irgendwie sowas gedacht, oder? Er ist oben drauf. Was jetzt? Hallo? William, ich bin hier oben. Oh, wo ist sie denn? Gott sei Dank geht's dir gut. Hör zu, zerstör den großen Ventilator und geh hier durch das Belüftungssystem. Solltest du einen Weg hinausfinden? William, auf der anderen Seite ist noch ein Schacht. Ja. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum Odin-Hauptleitstand. 81 Meter, der Kommandant, der ist aber gut weit weg. Ich glaube nicht, dass der hier in dem Raum ist. Geplatzt. Der hat ja keinen Helm, der ist sowieso gleich tot. 60 Meter. Diese Snow, der Slow. Das ist einfach richtig gut. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Ah, hier haben wir noch so Granaten von unseren kleinen Granatenwerfer. 51. Ist hier unten irgendwo. Und dann ist ganz schön weit weg. Okay, hier sind wieder zwei Türen. Da muss es für mich doch auch wieder was zum Durchquetschen geben, oder? Ja, hier. Ich muss eigentlich sagen, die Sachen, die bringen schon ein bisschen Unterschied von den Fähigkeiten her. Aber es ist eigentlich trotzdem ziemlich egal, muss ich eigentlich sagen, wie man hier vorgeht. Das war doch mal ein schöner Kill. Kommandant ist kaputt. Schneller Kommandant Kill 21. Jetzt hier irgendwo. Wir haben auf jeden Fall wieder viel Munition. Bereitet uns das etwa auf einen Endkampf vor? Mal schauen. So, aber ist hier irgendwo ein Schalter oder wo muss ich jetzt hin? Hier war es zum Lesen. Ja, okay, was ist zum Lesen. Aber sonst haben wir auch nochmal eine richtig gute Stange Muni. Enigma-Code, den hätte ich mal gleich nehmen sollen. Ja, eine Eingabekonsole irgendwo. Okay, hier ist nochmal was zum Lesen. So, und jetzt stehen wir wieder hier. Schauen wir mal auf die Karte. Ach, wir müssen noch hier vorne irgendwo hin. Direkt hier irgendwo. Ja, hier, gut angeben. Valhalla. Also alles so hochtechnologisiert und dann hier so eine Schreibmaschine. Jetzt abgeschalten, oder? Muss ich jetzt hier runter? Mal schauen, wo ich wieder hin muss. Ist wieder zurück, oder?
Verlasse den Leitstand. Achso. Ja. Oh! Boah, diese Hunde. Oh! Ja, die Hunde sind echt böse. So. Hab ich meine Axt wieder aufgenommen? William, da die Steuerbordverteidigung deaktiviert ist, kannst du zurück zur Truppenentsendungshalle und den Roboterentsendungsarm hinaufklettern. Ich bin vom Odin-Hauptleitstand. Hier ist einiges los. Komm also so schnell wie möglich. Ich wusste, dass sie jetzt hier abdrehen. Ja, ist klar. Wie viele kommen denn noch von denen hier? Sie sind jetzt gegenseitig umgebracht. Oh, hier links auch schon wieder was. Ja, diese scheiß Roboter, ey. Muss ich jetzt hin? Ich denke mal dahinter irgendwo. Müssen wir da wieder durch, oder? Der Roboterarm. Soll ich hochklettern? Ist das hier irgendwas? Aber hier komme ich ja nicht mehr lang. Geh ich mal hier hin. Noch ein Regimezeichen. Hier wieder als. Oh, ich könnte hier noch aufladen. Jetzt den Diesel nachschütten. Dann haben wir das auch erledigt. Roboterarm. Das hier. Ah. Okay. Na komm. Alles klar. Das muss der Odin-Hauptleitstand sein. Ich komme, Anya. So Leute, aber da mache ich jetzt einen Cut. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und dann schauen wir uns mal den Odin-Leitstand an. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Nox.